Zunächst mal auf jeden Fall sehr schöne Platte. Ich durfte ja schon mal reinhören und gefällt mir sehr gut, sehr detailliert und so, mit viel Herzblut. Meine Das freut mich sehr. Danke. erste Frage wäre, mit Matzen wart ihr ja zuletzt relativ, also eher so sogar in Richtung Punkrock unterwegs. Jetzt machst du irgendwie Soul und ich hatte, glaube ich, irgendwo in irgendeinem Interview gesehen, dass du immer schon irgendwie in vielen Genres unterwegs warst und dich für viel interessiert hast. Hast du trotzdem vielleicht nochmal irgendwie dieses Genre so neu entdeckt oder gab es irgendwelche Genres, die du zuletzt nochmal so komplett neu entdeckt hast auch? Ich habe Soul vielleicht nicht neu entdeckt, aber nochmal neu lieben gelernt durch diesen schlimmen Pandemie-Winter. Also für mich war das der schlimmste war halt dieser Winter 2021, also Januar bis März, wo so gar nichts ging. Da habe ich die Musik einfach total gerne gehört wieder und die auch als das Verständnis. Was sie, glaube ich, sein soll, nämlich ein Hoffnungsträger oder etwas, was graue Tage erhält. Also eben dieser Begriff Seele ist ja etwas ja, fast Abstraktes. Also es gibt ja kein konkretes Bild zur Seele. Und für mich war die Musik immer belebend und lebensbejahend. Und die habe ich da gebraucht auf jeden Fall. Habe quasi nochmal gemerkt, warum es gut ist, dass es Soul-Musik gibt. Ja, soweit. Okay. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hast du ja erstmal angefangen, im eigenen Studio Songs zu schreiben, ohne erstmal so diesen ganz konkreten Plan zu haben, überhaupt eine Platte zu machen. Und dann kam ja auch irgendwann dazu, dass noch diese ganzen Bläser-Arrangements und Streicher und so dazugekommen sind. Da habe ich mich ein bisschen gefragt, wenn du anfängst, so Songs zu schreiben und vorher noch nicht ganz konkret weißt, ob nachher diese ganzen Arrangements noch dazukommen, schreibt man das ja so ein bisschen anders vielleicht, ne, um irgendwie Platz zu lassen. Wie hast du das gemacht? Oder war dir das schnell klar, dass da noch so viel dazukommen soll? Oder? Ja, das ist eben das Schöne und Herausfordernde an dieser Musik oder auch an so Sachen wie Beach Boys, Pet Sounds oder so, finde ich immer noch eigentlich eins der größten Alben. Und da muss das auch so gewesen sein, dass der Brian Wilson, ich möchte mich gar nicht mit dem vergleichen, aber dieses, dass man was im Kopf hat und anfängt, eine Vision zu haben, die eben abseits von E-Gitarre, Bass, Schlagzeug, Gesang ist. Das war für mich auch nochmal unheimlich spannend, weil so sehr ich Matzen liebe und das auch dankbar dafür bin, dass wir das machen können und so, es ist halt einfach eine klassische Rockband. Und dass ich dafür jetzt mal Zeit hatte, fand ich total gut. Also das war für mich auch ein Vorteil der Pandemie. Und dass ich eben auch, wie du sagst, meine Synapsen mal wieder anknipsen konnte. Also man braucht viel Vorstellungskraft dafür, weil mir war dann schon klar, dass diese Lieder eigentlich nur so funktionieren, wie ich sie mir vorstelle, wenn sich da jemand ransetzt, richtig coole Arrangements schreibt und das eben auch dann aufgenommen wird, dieser Zuckerguss, so nenne ich ihn mal. Aber für mich sind die Bläser und Streicher 50% des Albums. Das ist das, was es dann besonders macht. Und es ist ja auch eine ganz eigene Handschrift von Markus Trockel, der das arrangiert hat. Ein Freund, der in Hamburg lebt und der auch unheimlich lange dafür gebraucht hat, weil der das ganz sorgsam und feinfühlig gemacht hat. Und das tat meiner Birne auf jeden Fall gut, sowas mal wieder zu machen. Hat er an der einen oder anderen Stelle gesagt, naja, schmeiß mal da aber noch was raus, da habe ich nicht genug Platz, oder hat er sich wirklich so komplett angepasst dann an dem, was vorhanden war? Ja, das Lustige ist ja, wenn diese Elemente wegfallen, Bläser und Streicher, dann ist es relativ nackt. Also dann ist es
nicht in jedem Lied ist eine Gitarre drin. Also es ist, glaube ich, die Musik mit am wenigsten Gitarre, die ich jemals gemacht habe. Basis sind eigentlich meistens Klavier, Bass und Schlagzeug und natürlich Gesang. Und dann natürlich ein bisschen Chor und so. Aber es war absolut auch viel Platz für ihn da. Und der Markus mag das auch, sich zum Beispiel an Chorlinien, die ich gemacht habe, sich da lang zu schlängeln oder das auch als Inspiration mitzunehmen und so. Also das multipliziert sich so angenehm bei uns. Wir befeuern uns da gegenseitig. Also es war gleich, glaube ich, nicht interessant, dass du es fragst. Nicht einmal so, dass ihm irgendeine Linie im Weg war von den Chören. Ich finde es auf jeden Fall super interessant, wenn du sagst, du hast da schon so eine komplette Vision von dem Song, wie er quasi nachher sein wird im Kopf. Ich finde total, also ich mache auch ein bisschen Musik, ich finde total quasi das erste Instrument, was du vielleicht wählst, um den Song zu schreiben, bestimmt ja auch so ein bisschen oder gibt so einen kreativen Input auf, in welche Richtung das geht. Aber das finde ich irgendwie auch cool, wenn du da schon so den, wirklich so diese Idee dann irgendwie komplett im Blick hast. Ja, also ich finde auch, das ist vollkommen richtig, was du sagst. Das erste Instrument ist ganz entscheidend. Und also wenn ich jetzt mal zwei Beispiele nehme von Songs, also immer nur am Handy, da ist es halt kein Klavier, das ist das erste Instrument, das, was durch den Song führt, eine funky Gitarre, mit der fange ich dann auch an. Wobei es eigentlich noch konsequenter wäre, immer mit den Drums anzufangen. Aber ich brauchte schon was zum Festhalten. Deswegen war es zum Beispiel bei Ich löse mich auf, was ja dann eher so eine getragene Ballade ist, da war es ganz eindeutig das Klavier. Und finde ich auch, also du legst dadurch sofort erstmal den Charakter fest. Und dann genau. Und dann geht's weiter. Ja, finde ich auf jeden Fall auch immer nur im Handy. Irgendwie hat mich so ein bisschen an, ist das Scissor Sisters oder so erinnert? Irgendwie so dieses, Interessant. das, oder sind das die, die auch so relativ kopfstimmenmäßig unterwegs sind, irgendwie, ne? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass Scissor Sisters dann vielleicht auch ähnliche Einflüsse hatten wie ich, weil wir einfach sind ja auch, wenn ich mich richtig erinnere, weiße Menschen, Ich die glaube ja. einfach einen anderen Zugang zu Soul-Musik haben, glaube ich. Das ist dann. Ich weiß, also ich habe viel Curtis Mayfield und Marvin Gaye und so gehört und ich weiß, dass ich in meinem Leben nicht so klingen werde wie die, was ja auch völlig okay ist. Und somit wird es dann ja zu meiner Interpretation von Soul-Musik. Ich will mich gar nicht mit denen messen oder so. Ich will aber auch nicht verheimlichen, dass mich das schwer inspiriert hat. Und es ist dann aber auch nur logisch, dass es dich nicht sofort an diese Sachen erinnert, sondern du eher sowas wie Scissor Sisters im Kopf hast. Weil die das wahrscheinlich auch nur auf ihre Art auch sehr gut, finde ich, also sich da haben inspirieren lassen, was Eigenes draus gebaut haben. Ich finde eh irgendwie so, ich muss sagen, so diese Kategorie Soul oder Soul, dieses Genre, finde ich so total am schwersten zu fassen irgendwie. Wusste ich irgendwie gar nicht, was ich da so drunter einsortieren kann. Das ist irgendwie so breit, finde ich, gewisserweise. Ich wollte ja auch nur der Sache irgendeinen Namen geben, weißt du? Also mir geht es da ähnlich wie dir. Und für mich ist Soul-Musik eigentlich vor allem dieses genannte Zeug, vielleicht auch, wenn es ein bisschen moderner noch ist, Amy Winehouse oder so. Aber eigentlich voll 60er Jahre. Ja, Otis Redding, Curtis Mayfield, Marvin Gaye, so sehe ich es ganz klar. Und dann finde ich ist so auch gerade in Deutschland Soul schwierig auch. Also es vermischt sich dann sehr mit Popmusik, in meinem Fall ja wahrscheinlich auch. Mir war nur klar, dass das eben was völlig anderes als Matzen ist. Und ich den Begriff Popmusik jetzt auch irgendwie zu langweilig gefunden hätte, weil deutsche Popmusik, da hat man sofort auch Bilder im Kopf, die nicht alle gut sind. Und deswegen dachte ich, okay, was hat mich am ehesten inspiriert? Und das war dann Soul-Musik. Deswegen dachte ich, okay, mach es irgendwie greifbarer für die Menschen vielleicht. Ich finde lustig, dass du 60er Jahre sagst, weil ich hatte mir irgendwie eine Frage aufgeschrieben. Ich finde, das Cover kommt total so
Saint-Tropez, James Bond, 60er Jahre mäßig irgendwie. Muss ich irgendwie direkt an diese Art von Film irgendwie denken. Ja, das ist schön. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, dass das Berliner Label ist besser, dass die mich irgendwann kontaktierten und sagten, du, wir hätten Lust, das zu machen. Wir haben irgendwie gehört, du hast da Songs aufgenommen und da ist eben einer in der Plattenfirma, mit dem wir auch früher mit Matzen gearbeitet haben, also vor 10 Jahren. Und der hatte das irgendwie so spitz gekriegt und ich wollte eigentlich einfach 500 Vinylplatten pressen lassen und das irgendwie über einen Matzenshop vertickern. Und auf einmal wurde es alles noch so ein bisschen größer, keine Ahnung. Ja, doch, bisschen größer, als ich es eigentlich vorhatte. Also da saß dann eben eine Grafikerin dran, mit der ich aber auch ganz eng in Verbindung war und das hat total Spaß gemacht, sich diese Sachen auszudenken und auch visuell eben das klar von Matzen zu trennen, auch was dann so mein Outfit angeht und so. Das ist ja auch nichts anderes als sich was trauen, sich trauen, anders zu sein, als die Leute es vielleicht erwarten, als man selber es von sich erwartet und trotzdem was zu zeigen, was einem gar nicht fremd ist, sondern vielleicht was in einem steckt. Und da haben die mir auf jeden Fall geholfen. Und die Maren Behle, die das Artwork gemacht hat, auf jeden Fall auch. Der habe ich mir zusammen für ganz viele Outfits angeguckt und wir haben dann so rumprobiert, rumgespielt. Und genauso ist sie da auch grafisch dann rangegangen. Und das hat mir eben auch gut gefallen, dieses Schwarz-Weiße, was so sieht ja auch so aus, als würde ich irgendwie aus dem Bild rauslaufen. Das fand ich eben eigentlich auch inhaltlich ganz spannend. Ich musste direkt irgendwie an so ein Spiegelcover denken, weil dieses Orange ist auch so Ja, Spiegel-Orange-mäßig irgendwie. stimmt. So ein 70, 60er, 70er Cover, ne? Spiegel, ja. Ja. Ja, wenn du sagst, klar von Matzen zu trennen, hatte ich auch mal aufgeschrieben. So, gibt es denn da eigentlich, oder welcher Song jetzt für welche Platte ist? Seid ihr da völlig entspannt oder wird darüber diskutiert? Also heißt einfach gesagt, so, ich mache jetzt die Platte und schreibe die Songs und da hat jetzt keiner Mitspracherecht und sagt irgendwie, ja, nee, die Akkordfolge finde ich jetzt aber auch cool für Matzen oder so. Ja, das liegt dann, glaube ich, eh alles zu sehr in meiner Hand. Ich muss dazu erstmal sagen, ich genieße ein unheimliches Vertrauen von meinen Bandkollegen, sowohl was das Songwriting bei Matzen so angeht, und auch alles andere, was ich so mache. Also, ja, ich schreibe da nun mal irgendwie so alle Sachen. Und die sagen mir auch, wenn sie was nicht so cool finden und so, aber meistens sind wir eh einer Meinung. Das ist irgendwie, dieser ganze Songwriting-Prozess ist irgendwie echt unkompliziert bei uns. Und als ich angefangen habe, mit meinem Bruder Johannes diese, wir nennen sie jetzt einfach Soul-Sachen aufzunehmen, da hat keiner irgendwie gesagt, das wäre jetzt aber auch ein Matzen-Song, weil es auch von Anfang an total eindeutig anders war. Und die kennen das auch von mir, beziehungsweise wir untereinander nehmen auch oft einfach irgendwas auf. Manchmal dient es nur der Weiterbildung, einen Metal-Song aufzunehmen, wo man von Anfang an weiß, der wird eh nie veröffentlicht oder einen total bescheuerten Schlager oder einen Hip-Hop-Track. Einfach nur, um das mal zu machen. Und da wissen die anderen, wie experimentierfreudig ich bin und die lassen mich einfach machen, beziehungsweise haben auch selber dann oft Bock, da mitzumachen, so wie in dem Fall jetzt mit Johannes, der mitproduziert hat, das ganze Album. Und genau, ihr habt ja euer eigenes Studio und selber produziert. Bedeutet auch, also seid ihr auch so dann so die Engineer, die das alles so wirklich checken, irgendwie die ganzen Technik dahinter? Oder habt ihr da irgendjemand extern? Bisschen nerdy die Frage, ne? Aber finde ich schon ganz interessant. Nein, 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 das ist eigentlich eine schöne Frage, weil keiner von uns hat das richtig gelernt, aber wir haben im Studio, wenn wir früher so die ersten Male, wenn man dann ins Gaga-Studio ist oder jetzt irgendwann auch ins Clouds Hill Hamburg oder so, da hatten wir dann auch Ingenieure und konnten denen immer so ein bisschen über die Schulter gucken und im Laufe der Jahre habe ich einfach auch mit Begeisterung angefangen,
mir ein paar coole Mikros und Preamps und Kompressoren zuzulegen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da ein totaler Fachmann bin und meine Brüder sicherlich auch nicht. Mikros werden einfach vors Schlagzeug gestellt und das ist jedes Mal wahllos. Aber wir schauen dann einfach, wir gehen da sehr aus dem Bauch heraus ran, dass das gut klingt, das, was in unserer kleinen Regie ankommt. Und manchmal stellen wir drei Mikros ans Schlagzeug, manchmal 12. Das ist auch so tagesformabhängig, worauf man gerade Lust hat. Und deswegen haben wir das selber aufgenommen und engineert. Ja, wo ich auch sehr froh drüber bin, dass Johannes mir da geholfen hat, weil ich dann mich einfach auch auf die Instrumente konzentrieren konnte und nicht damit beschäftigt war, ständig auf Aufnahme zu drücken oder zu gucken, jetzt ist da irgendwas im Signal. Das hat dann alles Johannes gemacht. Also das quasi die ganze Zeit mit überprüft und aufgepasst, dass es gut klingt. Und dann aber ganz entscheidend für das Album und für, vor allem für den Sound des Albums ist, dass Olaf Opal das gemischt hat. Ah, okay. Der Produzent ja von The No Twist oder Juli oder auch Narcotic von Liquido. Und da wussten wir eben auch relativ schnell, als also da so ein Schuh draus wurde und es ein paar Stücke gab und die Vision irgendwie klar war, haben Johannes und ich sofort gesagt, der Olaf muss das mischen, weil das, was wir hier aufnehmen, ist viel zu sauber. Und wenn wir versuchen, uns an 60er-Jahre-Soul-Musik zu orientieren, dann muss da irgendwie Dreck reinkommen. Und das kann der gut. Der verzerrt dann einfach Signale und übertreibt, macht sich nicht so einen Kopf. Der arbeitet auch sehr aus dem Bauch heraus und mag Extreme. Ist jetzt ja nicht so, dass das die Platte total schranzig klingt oder so, aber wenn du die anderen, die Raff-Mixe von uns hören würdest, würdest du auf jeden Fall merken, ah, okay, das ist jetzt doch sehr sauber mal gewesen. Okay. Ja, interessant. Olaf Opal habe ich zuletzt irgendwie auch irgendwie, der ist irgendwie immer mal wieder aufgetaucht. Ich hatte mit dem Aido Abay auch ein Interview gemacht. Ich glaube, deren Freinds Platte hat er irgendwie auch gemixt und waren so ein paar Mal irgendwie so aufgetaucht zuletzt. Okay, cool. Und Ja. Instrumente aufnehmen bedeutet, hat dein Bruder Schlagzeug und du den Rest, also die Basic-Sachen aufgenommen oder waren da noch andere Leute beteiligt? Nee, das waren tatsächlich die ganze Zeit nur Johannes und ich. Und das mit dem Arrangeur lief dann so, der hat dann das MIDI-mäßig eingespielt, die Noten notiert und das wurde dann extern aufgenommen. Das habe ich dann abgegeben. Und ansonsten war das so, dass ich alles gespielt habe und Johannes alles aufgenommen hat. Okay. Genau, ja. Und wenn Johannes schon mal dann irgendwie früher Feierabend gemacht hat oder so, Feierabend gemacht hat, habe ich vielleicht auch meine Gitarre selber noch aufgenommen eben oder so. Also wenn es um sowas ging, war das okay oder nochmal einen kleinen Chor oder sowas. Aber wir haben schon echt so 95% da irgendwie einfach zusammen im Studio abgehangen im Okay. Pandemiewinter, als wir von außen zugeschneit wurden. War es im Wendland? Hat es viel Genau. geschneit? Okay. Das hat sehr viel geschneit, ja. Das hatte irgendwie was Tristes und Schönes zugleich. Das war auf jeden Fall ein guter Winter, um so eine Musik aufzunehmen. Jetzt habe ich gesehen, irgendwo auf Social Media, ihr habt das, oder du hast das ja auch schon mal live jetzt irgendwie präsentiert, ne? Und ansonsten ist, glaube ich, noch ein Konzert in Berlin gefragt, ne? Geplant. Ja. Und fand ich ganz lustig, weil ja Berlin irgendwie immer wieder irgendwie auch in deinen Texten und sonst wo auftaucht, als irgendwie so der Ort. Also das bist ja so ein bisschen ambivalent mit, ne? Eigentlich mag es da, glaube ich, nicht immer sein. Aber das Konzert muss jetzt schon in Berlin stattfinden. Ja. Ja, das stimmt schon, was du sagst. Also, ich habe mich der Stadt irgendwie langsam angenähert. Ich weiß noch früher, als ich so gerade mit dem Abi durch war und so, da sind dann ganz viele Leute irgendwie aus der Schule sofort nach Berlin Friedrichshain gezogen. Ich dachte irgendwie, da ist doch ätzend, warum alle dahin und so. Und dann ging das aber so relativ schnell, dass ich da auch eine Freundin dann hatte und dann da auch hingezogen bin. Dann hatten wir mit Matzen dort irgendwie mit Universal eine Plattenfirma, wo ich da auch dann viel rumhing und so. Und dann hatte ich irgendwann einfach einen großen Freundeskreis dort und hatte das aber immer so
für mich geplant, dass ich hin und her tingle, Berlin, Wendland. Wir sind ja eigentlich geografisch der Stadt Hamburg viel näher und ich fühle mich auch immer, wenn ich nach Hamburg einfahre, total heimisch dort und so, aber ich hab dort nie gelebt. Es war immer Berlin. Ich glaube, weil ich diesen norddeutschen Spirit in mir trage, fand ich auch irgendwas immer doof an der Stadt, aber ich liebe die halt auch. Deswegen dachte ich auch, ich suche mir jetzt Leute für meine Solo-Band zusammen, die einfach in Berlin leben, damit das Ganze nochmal so einen anderen Anstrich bekommt und man auch in Berlin einfach probt und ich auch dort aus meinen gewohnten Gefilden rauskomme, weil ich eigentlich immer ins Wendland zu Proben fahre. Und jetzt einmal irgendwie nach 18 Jahren Matzen mal alles auch anders machen kann und das dann auch nutze. Und es hat dieser erste kleine Auftritt hat total Spaß gemacht, weil wir mit 10 Leuten auf der Bühne standen und dann angefangen haben, in kleinen Gruppen zu üben. Ich habe dann mit Lisa und Larissa, den Background-Sängerinnen, zusammen Gesangslinien ausgearbeitet, ein paar Tage. Und dann habe ich mit den Bläsern gearbeitet, dann bin ich zum Pianisten gefahren und wir haben uns Sachen ausgedacht. Und dann haben wir eigentlich nur einmal alle zusammen geprobt und am nächsten Tag war dann das Konzert. Was? Und das war schon echt, das war stark. Also ich freue mich richtig auf diesen 7.12. im Metropol und hoffe mal, dass die Leute sich trauen, Tickets zu kaufen. Also das ist natürlich auch ehrlich rausgesprochen auch ein Grund, warum man nur ein Konzert macht, weil Ja, glaube ich. ja, also da sind wir einfach vorsichtig, das muss erstmal angecheckt werden. Okay. Und so. Das irgendwann mal in abgespeckter Version oder so funktioniert wahrscheinlich irgendwie auch nicht, ne? Dass man sagt, okay. Ja, also wenn dann richtig abgespeckt und dann ist es aber auch nichts für ein richtiges Konzert. Also ich werde jetzt mit Sascha so ein paar kleine Promo-Sachen spielen, wo er dann so ein Kinderschlagzeug spielt und ich einfach E-Gitarre. Und dann ist es quasi so ein ganz kleiner Eindruck von dem, wie es eigentlich ist. Und so würde ich auf keine Festivalbühne gehen oder auch keine Clubtour spielen wollen. Also geht ja eben um diese auch anfänglich erwähnte Vision, die man im Kopf hat. Und natürlich kann ich kein Orchester mir leisten, aber man kann schon mit 10 Leuten eine große Klangwelt erzeugen. Und das geht dann eben auch nur, wenn die Platte ein bisschen läuft und Leute Lust haben oder signalisieren, dass sie sich auch ein Ticket holen würden. Ich will irgendwie, also mein letztes Ziel wäre damit irgendwie Geld zu verdienen. Von Anfang an ist das für mich eine Selbstverwirklichung, aber ich würde schon die Musikerinnen und Musiker einfach gerne fair bezahlen wollen. Und deswegen muss man dummerweise auch ein paar Tickets verkaufen. Na. Gut, dann ich hätte noch zwei Fragen zu Texten, dann würde ich dich auch entlassen. Und zwar, wir hatten ja eben schon mal über das immer nur am Handy gesprochen, wo ja du zweifellos das als ätzend quasi beschreibst, wenn Leute immer nur das Handy benutzen. Jetzt bist du aber gleichzeitig irgendwie auf diese ganze Social Media Nummer ja so ein bisschen auch angewiesen, um das auch so ein bisschen zu vermarkten. Findest du das nervig oder macht man das so, weil man das machen muss oder ist es auch okay, macht Spaß? Mir macht das schon Spaß. Ich finde das eigentlich, ich fand auch Instagram irgendwie von Anfang an eigentlich ganz cool. Natürlich gibt es tausend Sachen, die jetzt auch nicht cool sind. Aber für mich als Typ Anfang 40, der irgendwie Bilder mag und darin ja auch eine eigene Art gefunden hat, sich auszudrücken, finde ich das völlig okay. Ich hatte nie eine Facebook-Seite, die habe ich jetzt auch. Bin sogar bei TikTok Oh. und gehe da aber halt mit dem Wissen eben ran, dass ich eigentlich gar nicht in dem Alter für sowas bin. So, oder es ist eigentlich so, na gut, Facebook ist ja eher für Ältere. Aber vor allem TikTok ist für mich einfach, ich finde das einfach lehrreich und interessant. Und denke, gerade für junge Leute sind solche
Plattform durchaus auch schwierig und man misst sich ständig mit irgendwelchen Leuten, die übernatürlich schön sind oder ein Schönheitsideal vermitteln, was, glaube ich, wo dann viele nachhechten und so. Aber da bin ich ja, das ist ja nicht mehr mein Problem. So. Also ich sehe das kritisch und ich würde, wenn ich Kinder hätte, da total aufpassen und so. Aber das ist ja was, was meine Welt nicht juckt, erstmal. Und das, ich finde soziale Netzwerke deswegen für mich okay und muss selber aufpassen, dass ich da nicht drin versinke, so wie alle anderen Menschen auch. Das ist ja dann, das Problem ist ja unabhängig vom Alter. Also das kann, 70-Jähriger kann ja auch da drin verschwinden und sich von der Realität entfernen. Und was ich immer wieder, auch seitdem es den Text gibt von Immer nur am Handy halt vermehrt beobachte, ist dieses auch gerade draußen, das Verhalten der Menschen. Also ob es nun beim Autofahren ist, beim Fahrradfahren, beim Spazierengehen, wie wenig die Leute die Realität scheinbar ertragen oder Pausen von 5 Minuten, wenn sie irgendwo stehen. Wie schön es eigentlich wäre, sich Blätter in den Bäumen anzugucken, wenn der Herbst kommt. Viele gucken aber sofort in ihren kleinen Computer und man rennt ja auch ständig Leute fast über den Haufen, weil die nicht mehr auf die Straße gucken und so. Und das ist schon ein großes gesellschaftliches Problem, was ich jetzt aber auch nicht wie ein alter weißer Mann anprangern wollte, sondern ja durchaus auch mit einem kleinen Humor bearbeiten wollte. Okay. Und wo du gerade TikTok gesagt hast, du hast ja diese mehreren, diese Cover-Versionen noch aufgenommen, ne? Oder so, Hurra, weil es sie hat nur jemand mit. gesehen. Ja, und da dachte ich, die sind ja eigentlich. Übrigens, Respekt, ich finde so Blackbird spielen und singen ist schon krass irgendwie, oder? Also sehr Danke. schön auf jeden Fall. Ja, das eignet sich ja Lange üben. vielleicht. Ja, denke ich mir. Okay, dann hätte ich noch eine letzte Frage. Und zwar, wenn ich es richtig verstanden habe, hat ja auch Max Richard Lessmann so ein bisschen an den Texten mitgeschrieben. Und das war ganz lustig, weil ich musste nämlich irgendwie direkt am Anfang, bevor ich es gelesen hatte, ein bisschen an seine Solo-Platte denken, die ja auch so ein bisschen chansonmäßig ist und so, die ich sehr schön finde. Und die Texte handeln ja sehr viel von Liebe und sind sehr offen und so. War das für dich irgendwie auch, war das schwer für dich, das so auszudrücken? Also ich erstmal, man öffnet sich ja sehr stark irgendwie auch. Und wie war das für dich? Ja, nee, erstmal gar nicht schwer, weil ich Musik eigentlich immer instinktiv und aus dem Bauch raus mache. Und mit Max habe ich halt nicht nur so einen meiner besten Freunde, sondern auch einen total vertrauten Texter, der immer die richtigen Worte findet für das, was ich so fühle oder auch nur auf dem Klavier spiele. Da ist irgendwie so eine unsichtbare Brücke, der checkt irgendwie meine Emotionen. Und ich hatte auf jeden Fall Liebeskummer und es ging mir nicht so gut und habe auch viel einfach so privat mit ihm gesprochen und telefoniert. Und dann war das so, dass der oft, wenn ich ihm was geschickt habe, einen kleinen Entwurf, den ich dann am Klavier irgendwie genau so als Sprachnotiz mit bisschen Gesumme dann so aufgenommen habe, dass der innerhalb von einer halben Stunde da irgendwie mit einem Text kam, bei dem ich so dachte, das ist es. Und Max und ich haben ja auch schon ganz viel zusammen gemacht. Er hat ja auch schon für Matzen relativ viel mit so getextet und so. Und wir haben auch zu zweit schon viel für andere Leute geschrieben. Wir sind einfach ein gutes Team und das ist immer sehr, sehr, sehr spielerisch und spontan, was wir so machen. Und so war das bei meinem Soloalbum auch. Und klar, als es dann fertig war und als es darum ging, darüber zu reden, war es natürlich ein bisschen anders. ja, das da ist man natürlich sensibel, was, und man will auch nicht irgendwie über andere Leute dann reden, so in diesem Fall dann über meine Freundin. Also es ist ja auch so, ist ja dann nicht nur meins. Und auf der anderen Seite ist es halt klar schon ein Album mit Liebeskummer. Deswegen ist das ein schmaler Grat, wie man sich da gut ausdrückt. Okay.
Ja, dann wäre ich mit meinen Fragen durch. Ich würde dir natürlich noch die Möglichkeit geben, wenn du sagst, irgendwie, es gibt eine ganz wichtige Message, die ich vielleicht noch unterbringen möchte, das jetzt zu tun. Kauft Konzerttickets. Kann man nur in jeder Plattform, in jedem Moment sagen, traut euch, unterstützt Künstlerinnen und Künstler. Es ist gerade, es wird ein harter Winter für alle Kulturschaffenden. Und wenn ihr über Kultur berichtet, kann man das, glaube ich, nochmal loswerden. Ich finde es auch krass, ich verstehe das ehrlich gesagt gar nicht so richtig, weil ich bin total froh, dass ich jetzt endlich mal wieder Live-Konzerte mir angucken kann. Ich check das Ja. irgendwie nicht, warum die Leute alle so, keine Ahnung, nur noch zu Hause rumsitzen oder was auch immer machen. Aber gut. Ja, das ehrt dich und du bist aber auch scheinbar ein sehr kulturinteressierter Mensch und hast offene Antennen und ich glaube, für viele ist so dieses, wenn man das als ganz einfaches Unterhaltungsprogramm sieht oder so und sich so dachte, okay, ich habe aber schon letztes Jahr im Winter irgendwie ein paar Konzerttickets gehabt und konnte da nicht hingehen, dann ist vielleicht einfach da erstmal das Vertrauen ein bisschen verloren gegangen und vielleicht ist auch die Bereitschaft nicht mehr da, Geld für Kultur auszugeben, wenn man denkt, das Geld wird an anderer Stelle knapp. Aber was weiß ich schon. Ich kann auch nur mutmaßen. Okay, also dann wäre ich jetzt durch. Bleib mir noch dir alles Gute auf jeden Fall zu wünschen mit der Platte. Hoffentlich wird sie Danke dir. erfolgreich und danke, dass wir das Interview machen konnten. Du hattest auch irgendwann mal mit Lisa gesprochen, ne? Genau, Ich hatte, ja, kommst du genau. mir bekannt vor, ja. Alles klar. Ich habe auch, genau, vielleicht noch die eine Frage hatte ich mir irgendwo. Dieses Gefühle für dich, da hatte ich irgendwie das Gefühl, da war bestimmt Lisa mit dran beteiligt, ne? Weil das so auch so ein bisschen Pink Floydisch rüberkommt irgendwie. Oh, interessant. Ja, Lisa hat mitgeschrieben. Das stimmt. Okay. Das ist richtig. Ja. Gute Frage. Max und Lisa, beide haben das. Genau. Das war das Dreierteam. Okay. Alles klar. Dann schönen Tag Jo, noch und bis wünsche ich dir dann. auch. Bis dann. Ciao. Tschüss.